Sanakasana ist die Stellung von Sanaka oder auch die Stellung des Ursprünglichen. Sanaka hat etwas mit ursprünglich zu tun. Sanaka gilt auch als einer der ursprünglichen Meister. Sanaka gilt als geistgeborener Sohn von Brahma, einer der vier Kumaras, der unterrichtet wurde durch Dakshinamurti, einer Inkarnation von Shiva. Und so sind sogar mehrere Stellungen nach Sanaka benannt und Sanakasana ist letztlich eine einfache Sitzhaltung. Garote beschreibt Sanakasana wie folgt. Setze dich auf den Boden und dann kreuze die Oberschenkel, sodass die Knie übereinander sind. Bringe so den rechten Fuß auf die linke Seite der Hüfte und den linken Fuß auf die also den rechten Fuß zur linken Seite, den linken Fuß zur rechten Seite. Dann fasse mit den Fingern um die Zehen, indem du zum Beispiel Zeigefinger und Mittelfinger um die großen Zehen gibst und den Daumen auch von oben um den großen Zeh und sitze dabei gerade. Mit der Stellung der Finger stimulierst du die großen Zehen und die großen Zehen sind die Reflexpunkte zum Ajna Chakra. Wenn du mal während der Meditation dein Ajna Chakra besonders spüren willst, dann probiere das so und gib dabei auch die Daumen von vorne auf die großen Zehen. Dann gib auch die Zungenspitze an den Gaumen in der Nähe der Schneidezähne und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Wenn du so das machst, dann hast du alle drei Reflexzonen stimuliert und so kannst du ein Licht im Ajna Chakra spüren oder ein sanftes Pulsieren und du kannst den Geist leicht zur Ruhe bringen.